Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute zocken wir Überläufer und ich schalte jetzt auch nochmal Gameplay-Sound ein. Und ja, ich hoffe, ist alles okay. Bild ist da, Sound ist da, ihr hört mich ganz gut. Das wäre schon mal von Vorteil. Ich schaue mal ganz kurz in dem Chat. Der VRzocker.de ist am Start. Hallöchen. Ja, da habe ich ja eben gesehen, dass dein YouTube-Kanal momentan steil geht und finde ich echt cool. Und das nur wegen Battlefield. Mega. Ja, wir zocken Überläufer und es ist jetzt letzte Woche erschienen, glaube ich. Kostet 15,99 auf Steam und ist im Early Access erhältlich. Und der Entwickler hat mir schon gesagt, ja, er hat hier noch sehr viel zu tun. Also ist im Early Access und man soll nicht zu sehr auf die ganzen, ja, kleinen Fehler achten, aber ich denke mal, Early Access sollte jeder kennen und weiß, dass es nicht perfekt ist. Aber ich freue mich echt trotzdem auf das Game, weil ja, wir haben das ja schon mal in der WA-News-Sendung vorgestellt und da hat es mir echt gut gefallen. Und wir haben hier auch deutsche Sprachausgabe sogar. Die Oberfläche ist noch nicht in Deutsch, leider. Da haben wir hier unsere Settings können wir einstellen, ne? Hier haben wir alles. Spectator-Kamera habe ich jetzt aktiviert. Damit habt ihr, glaube ich, ein bisschen ein größeres Field of View, wenn ich gleich spiele. Ja, wir haben hier Soundeinstellungen, ne? Wir können die Musik so ein bisschen runterregeln. Und dann haben wir hier nochmal Gameplay. Also, ich habe es auf Deutsch gestellt. Also, wenn es ein SS-Spiel ist, ne? Im Dritten Reich spielt, dann sollte man auch das deutsche Sprachausgabe benutzen. Bluteffekte habe ich an. Dann haben wir hier Sensitive Symbols. Die habe ich jetzt erstmal deaktiviert, weil ich weiß nicht, wie Twitch das sieht mit, ja, ich denke mal, dass hier Hakenkreuz und so damit gemeint sind. Deshalb ist es besser, glaube ich, wenn man die ausschaltet. Hier haben wir noch die Handcolor, ne? Wenn man, wie unsere Farbe von den Händen ist. Und ja. Das ist eigentlich schon so grob das Wichtige. Hier haben wir nochmal Movement. Also ob wir uns mit Smooth Turn bewegen wollen oder mit Snap Turn. Ich lasse es erstmal Smooth Turn. Comfort Tunneling, das heißt, wenn wir nach vorne gehen, ne, kommt diese Vignette, habe ich ausgeschaltet. Und ja, das ist es hier erstmal mit. Ich denke mal, dass alles in Ordnung ist. Ich fange jetzt einfach mal an zu spielen. Ich habe mal einen ganz, ganz kurzen Probelauf gemacht. Den habe ich nicht wirklich ja, erfolgreich absolviert, aber ich wollte halt mal gucken, ob das Bild vernünftig ist im OBS und so weiter. Von daher, ja, hoffe ich mal, dass das so passt. Und ja, Streamingzeit, ja, ich denke mal so ein bisschen, so ein Stündchen. Bis 8:45 oder so, damit ich auch noch in Ruhe duschen gehen kann, essen kann und dann auch ins Bett, weil es morgen dann wieder losgeht. Aber das wollte ich euch jetzt hier nicht vorenthalten. Wir haben hier dieses, ja, Versteckpunkte, ne? Da können wir uns immer verstecken, wenn diese Soldaten kommen. Also fangen wir hier an. So, hier haben wir auch noch einen Shop. Ne? Wenn wir was freigeschaltet haben, können wir uns hier verschiedene Sachen kaufen. Hier haben wir so ein Menü. Das finde ich ein bisschen komisch geregelt. Ich muss so ganz komisch auf die Hand gucken. Dann öffnet sich dieses Menü. Finde ich jetzt nicht ganz optimal, aber gut. Hier haben wir unsere Coins, die wir uns erspielt haben. Hier können wir dann Sachen kaufen. Ne? Ich habe noch nicht viel erspielt, von daher, ja, brauchen wir auch nichts kaufen. Hier liegt jetzt ein Buch. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Dein mutiger Widerstand gegen die Agenda der Nazis ist nicht unbemerkt geblieben. Wir sind wie du eine Gruppe Deutscher, die dieses Regime verabscheuen und sich nach einem Ende dieses Terrors sehnen. Wir haben deine Zelle geöffnet und dir diese Waffe hinterlassen. Verliere sie nicht. Es war die beste, die wir mit der SS auf unseren Fersen finden konnten. Kugeln sind im Schloss Kerkerar, also benutze sie sparsam. Wenn möglich, überwältige die Wachen von hinten. Je mehr Lärm du machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du die Aufmerksamkeit der Gestapo auf dich ziehst. Wir brauchen dringend deine Hilfe bei der Suche einer Reihe von Gegenständen, die dem Widerstand helfen werden. Suche überall. Viel Glück. Ist schon mal cool, dass das komplett in Deutsch ist, ne? Wenn man sich das Buch so anschaut. So, wenn wir jetzt hier hinschauen, haben wir auch nochmal hier dieses Buch.
Das erklärt, glaube ich, wer wir sind, was wir suchen. Wir suchen einen goldenen Schlüssel, eine Tactical Map und ein Widerstandsdossier. Take a photograph of the following item. Pin-up girl photo found in some green lockers. Intelligence indicates one of these women is a resistance member. Okay. Also das ist so unser Menü. Hier sehen wir auch die Karte, wo wir schon alle lang gegangen sind vom Dungeon. Und wenn wir uns das nochmal anschauen. Wir haben hier auch eine Kamera. Das ist damit gemeint, wir können damit halt Fotos machen. Und diese Objectives müssen wir dann halt immer fotografieren. Hallo Eiertoaster, schön, dass du dabei bist. Ich habe eben noch keine Rückmeldung bekommen. Ist Bild und Sound und so weiter alles gut? Hört ihr mich? Ist der Spielesound klar zu hören? Das wäre schon mal von Vorteil, das zu wissen. Und hallo auch Sheppy, schön, dass du dabei bist. Ja, hier haben wir Weinflaschen. Erbacher Brühl. Und die können wir auch als Waffe nehmen. Wenn wir Trigger drücken, haben wir die jetzt hier als Waffe und können damit einen Soldaten dann halt, ne, über den Schädel ziehen. Die Waffen kann man eigentlich hier in Richtung Brust packen. Und dann wird die gespeichert. Versteckt. Ja, aber da bin ich ein bisschen mit auf Kriegsfuß. Funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt haben wir es. Oh. Ja, sorry, Eiertoaster. Das war der Bot. Ich hab noch keine Ahnung, ob der richtig eingestellt ist. Vielleicht nicht. So, jetzt würde ich sagen, packen wir uns mal die Weinflasche. Öffne mal die erste Tür. Und die haben auch immer wieder diese neu generierten Dungeons. Also die sind immer anders. Jetzt kann man hier schon mal nachschauen. Kommt da irgendwas? Nein? Okay. Okay, jetzt kann man erstmal hier ganz kurz uns verstecken. Oder höre ich sie reden? Ist natürlich krass, da ist es so sehr, sehr dunkel, weil da keine Lichtquellen sind. Okay. Da ist auch noch eine Tür. Was ist das? Okay. Hört sie sich aber an, als ob das von hinten kommt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Der müsste jetzt reinkommen. Ja, ja, da kommt was. Psst. Na komm. Die Weinflasche muss probiert werden. Sah ja aus wie Adolf. Komm rein, komm rein. Nothing found. Der sieht schon nah dem Führer aus, oder? Junge, habe ich mich erschrocken. Scheinbar nicht. Ja, Herr Toaster, da muss ich nochmal nachgucken. Ja, der hat noch nicht mal was bei gehabt. Okay. Some broken walls have chests behind them. You must remove all the stones before... Ah, okay. Och, jetzt habe ich wieder dieses Mistproblem mit den Index-Controllern. Okay. Was? Wow, 2 Coins. Wir haben hinten auch einen Rucksack. Können wir uns da reinpacken? Hast du auch Geld? Nein. Hat sie nicht. So. Also. Der Gefangene ist entkommen! Da kommt einer.
Weiß der, dass wir hier drin sind? Keine Ahnung. Nicht. Alarm, ein Gefangener ist entkommen. Stationiert die Schutzstaffel. Oh je. Die Schutzstaffel ist nicht gut. Guck mal, die laufen jetzt hier nicht rum. Also wissen die, dass ich hier drin bin? Hm. Blöd, oder? Na komm. Na. Ah, cool. Silberner Key, Medaille und ein Ammo-Pack. Ah. Okay. Na komm. Komm, ihr zwei Lümmel, ihr könnt euch mal hier, könnt ihr euch bequem machen, okay? Kriegen wir dann noch einen dritten rein? Vielleicht. Ist ja auch der dritte reich, ne? Oh. Okay. Hallo El Rimo. Der Führer. Genau, im Führerbunker. Also, diese Sensitive Symbols sind halt hier einfach nur mit einem Kreuz, ne? Also da wäre normal ein Hakenkreuz. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das für Twitch halt wegnimmt. Da ist noch eine Kiste. Gucken wir mal, ob wir die öffnen können. Okay, silberner Schlüssel. Coins. Also manche Sachen kann ich ganz leicht loslassen. Manchmal dann auch wieder nicht, ne? Komisch. Okay. Es brennt noch Licht im Führerbunker. Munition wäre auch nicht schlecht, oder? Wie viel Silberkeys haben wir noch? Ein Silberkey, okay. Okay, als ob ich gewusst hätte. Aber Geld brauchen wir halt auch, ne? Da ist einer. Hi. Hat er uns gesehen? Oh. Jetzt müssen wir mal schauen. Können wir hier was machen? So, hier sollte man Pin-Up-Girl finden, ne? In dem Schrank. Also in diesen Schränken sollen wir sowas fotografieren. Da ist noch eine Pistole. Aber das ist ein bisschen nervig, wenn ich in die Nähe gehe, dass ich immer wieder zurückgesetzt werde. Gefällt mir nicht. Das werde ich dem Entwickler auf jeden Fall noch mitteilen. Ja, ich spiele mit der Index. So. Ich weiß nicht, kann ich eventuell auf der anderen Seite auch da lang? Da ich den quasi von hinten überraschen kann. Das probieren wir mal. Also das Setting gefällt mir auf jeden Fall. Feindkontakt! Ah. Alarm! Finde
Rettet den geflohenen Sträfling. Na komm. Alarmiert die Schutzstaffel. SS. Ah, SS. Obersoldat Jürgen Krause was killed by the SS after escaping his cell in dungeon. Your attempt last 11 minutes. Ja, war jetzt nicht so wirklich gut, ne? Ist aber gar nicht so einfach, muss ich sagen. Aber es soll ja auch nicht zu einfach sein, ne? Aber das wäre auch wieder cool, wenn man hier wirklich mit zwei Mann auch spielen könnte, so ein bisschen Koop-Modus mäßig. Klar, es ist cool als Singleplayer, soll auch so sein, wenn ein Dungeon-Crawler, dass der so einen Singleplayer hat. Aber trotzdem als Koop-Modus finde ich es auch ganz, ganz witzig, muss ich sagen. Hallo Xuanon. Genau, Alarm, Alarm. Jetzt, also wenn jetzt hier Feuerwehrleute mit einer Matratze reinkommen, dann mache ich mir echt Sorgen. Die Massen kommen drüben auf tschechoslowakischem Gebiet. Lauter und lauter wird es. Der Läufer ist in Sicht. Wir sehen. So, jetzt sind wir Thorsten Schmitz, Oberleutnant. Das olympische Feuer nähert sich dem Ort des Grenzüberganges. Ob das originale Aufnahmen sind? Habe ich gar nicht gefragt. Muss ich dir mal fragen. Dein mutiger Widerstand gegen die Agenda der Nazis ist nicht unbemerkt geblieben. Hier haben wir halt immer die Deutsche. Deutsche, die dieses Regime verabscheuen und sich nach einem Ende dieses Terrors. Ja, okay. Deutsche Erklärung ist ganz cool gemacht. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, was wir für Ziele haben. Also Gold Key ist immer gleich, Tactical Mag, Military Magazines und jetzt take a photograph of the following item, stolen painting. It can be found in a storage area. It will be used to aid in the restitution after the war. Also irgendein Gemälde sollen wir fotografieren mit dem Fotoapparat, den wir haben. Also ich. Der Wind trägt die Klänge. Ja, das funktioniert gut. Aber da kann ich auch nie sagen, ist es jetzt die Schuld von dem Spiel oder von meinen geilen Index-Controllern. Die hasse ich echt wie die Pest. Ich würde die gerne umbauen auf normale Grifftaste, ne? Naja, okay, komm. So. Dass wir den schönsten Augenblick hier erleben würden an diesem historischen Rundteil. Finde ich auch, diese deutschen Sachen, die wir hier haben, echt perfekt, also geil. Vielleicht darf ich auch noch einen zum Besten geben. Wer weiß das schon? Oh, man sieht bis. Oh, hier sind ja überall Fledermäuse. Also diese SS-Kerker, die waren nie so gut aufgeräumt, ne? So, hier ist nichts. Eine Kiste, glaube ich, ne? Lichtquelle? Wenn jetzt hier einer reinkommt, können wir uns wenigstens hier verstecken. Das ist ja auch schon mal. Da kommt sogar einer. Wie war das nochmal? Da stand eben irgendwas, wenn die Hände rot leuchten. Werden wir gesehen oder müssen uns verstecken? Ich habe irgendwas gelesen. Naja, egal. So, jetzt müssen wir aber hier. Ja, zwei mickrige Mäuse hier. Wahrscheinlich. Hinter ihm her!
Na komm, kriegst direkt eine ins Gesicht rein. Komm. Die Frage ist, hauen die jetzt auch ab, wenn ich nichts mache? Weil wenn ich jetzt abknalle, wird wieder die SS benachrichtigt und so weiter und so fort. Ein Spiel kennen wir ja, ne? Also mir fällt jetzt nichts anderes ein, als den abzuballern. Komm, komm, komm. Schnell, schnell. Hitman lässt grüßen, ne? Ah, P08-Ammo. War auch ganz cool, ne? Dass sie... Ist jetzt nicht so wie bei Blade & Sorcery, aber wenigstens backt die Waffe nicht so ganz durch, ne? Er sieht ein bisschen... Oh, sieht fertig aus, ne? Okay. Hat der schon mal geklappt? Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf der Karte. Wir sind der rote Punkt, ne? Ja. Okay. Also ich finde, der Entwickler hat ja echt bisher einen guten Job gemacht für einen Early Access Titel. Ich bin gespannt, was die Updates bringen. So, jetzt müssen wir mal schauen, von wo wir kamen. Ich kam von da. Da müssen wir also da lang, okay. Nochmal schnell hier rein. Ich höre wieder was. Some floors will collapse after stepping on them, resulting in instant death. You can also... okay. Da ist einer irgendwo reingefallen. Da. Da sollten wir nicht drauf, ne? Würde ich mal sagen. Kurz verstecken. Das sind Münzen und zwar, wenn wir neu starten, die Münzen bleiben, die wir gesammelt haben. Und wenn wir jetzt hier schauen, das Menü ist ein bisschen blöd. Ich habe jetzt 119 Coins gesammelt und dafür, oder D-Mark, ne, Reichsmark. Und dafür können wir uns dann im Shop was kaufen. Zeige ich, wenn ich hier gleich sterben sollte, was wahrscheinlich relativ schnell passiert, dann kann ich das gleich nochmal zeigen. Man muss dann Sachen freischalten und dann kann man die auch kaufen. So. Oh je, das ist mal ein langer Gang, du. Der lange Gang des Tupac. Überläufer! Nein, nein, nein! Ich versteck mich. Zack. Haha! Na komm. Nur wenn ich nachladen muss, habe ich die Arschkarte. Jetzt kommt der nicht um die Ecke. Immer wenn man jemanden um die Ecke bringen will, kommt der nicht um die Ecke. Scheiße. Okay. Da ist ein Stuhl, da kannst du dich hinsetzen. Nochmal weg. Na komm. Also nachladen, wie ihr seht, ist mit den Index-Controllern nicht so wirklich toll. Ich weiß aber auch nicht, ob ich der Einzige bin, der so ein Problem mit den Dingern hat. Na komm. Na komm. So. Wir müssen den noch durchsuchen, ob der was hat für uns. Searching Enemy. Personal Photo, okay. Und dann können wir den natürlich auch noch verstecken. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss, aber finde ich ganz cool.
Hat sich auch keiner gehört, genau. Also ich bin Stealth ohne Ende. Und in diesen Fluren schallt nichts. So, da ist noch eine Kiste. Okay, das ist schon mal ganz gut. Jetzt haben wir da oben eine Kiste. Jetzt können wir mal schauen. Wir haben hier auch, wird uns angezeigt, wie viele silberne Schlüssel wir noch haben. Einen silbernen Schlüssel, das steht hier. Hier. Okay. Müssen wir uns... Ah, nee, okay. Das können wir noch so. Genau, die silbernen Schlüssel waren nicht nur für die Kisten, sondern die waren für die... hier kann man die auch reinlocken. Für die Zellentüren waren die. Für diese Gefängnistüren. Na komm. Na komm. So, gucken, wie das Klettersystem funktioniert. Wow, okay, ganz passabel. Damit können wir die wahrscheinlich auch kaputt schlagen, ne? Wenn da mal so einer kommt. Na komm. Also Klettersystem funktionierte gut. Kann ich mir die einpacken? Nee, okay. Kann ein bisschen Krach machen. Mal gucken, ob das alle Leute im Sitzen gut spielen können. Okay, man kann sie zu sich ziehen. Ist ja auch wichtig für Leute, die jetzt nur im Sitzen spielen können. So. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Okay. Zwei Treppen. Geh mal links oder rechts. Ihr entscheidet. Genau. Für eine Riesenkiste und zwei kleine Münzen drin. Zweimal reicht Mark. Kann man dann auch hier ein bisschen was bauen? Ah, guck mal. Tada! Also können wir nachher mal probieren. Wenn einer kommt, dann werden wir den da reinlocken. Ah, was ist das denn? Silver Key. Habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Muss nicht da drauf treten. Kommt nicht so gut. Okay, keiner schreibt. Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Nee, komm, wir gehen rechts. Ich meine, dritte Reich, rechts und so, ne? Achtung! Komm. Weinkeller. Na komm, lass los, lass los. Okay, das ist gut. Munition gefunden? Also die als Waffen mitnehmen ist schon mal ganz gut. Wein. Rechts rum. Ich weiß nicht, darf man heute noch solche Witze machen? Ich bin mir da echt nicht sicher. Okay, da kommt was. Weil heutzutage kriegt man ja für alles. Englischen und französischen Armeen ihrem Ende entgegen. The German High Command announces the battle is coming to an end and the British and French armies are being destroyed. The British Army is deserting its weapons and is retreating to the sea. Turn off or shoot. Okay. Militärmagazin. A German Militär Propaganda Magazin drop behind you back to. Ah, okay. Signal. Okay. Keine Bewegung!
Ich weiß nicht, von wo das kam. Keine Bewegung. Okay. So, das finde ich jetzt blöd. Also, geht der irgendwann nochmal weg oder muss ich jetzt hier, weil ich kann ja jetzt nicht raus, ohne zu schießen. Dann bin ich am Arsch. Oder geht der irgendwann wieder? Ja, habe ich mir gerade auch gedacht, El Rimo, dass das Originalaufnahmen sind. Also dieses, sobald ich irgendwo an die Mauer komme, dieses Zurücksetzen, nee, geht gar nicht. Und? Oh, der wartet da schön, ne? Ja, gut. Ja, war doch klar. Thorsten Schmitz. Ein Gruß geht raus an Thorsten Schmitz. Volksempfänger. Ja. Oh, play again. Der Widerstand braucht uns. Ob ich auch mal hier irgendwann mal rauskomme? Also habe ich jetzt noch ein bisschen Problem mit, wenn ich gesehen worden bin und dann irgendwie in diese Hiding-Spots gehe, ob die dann auch wirklich funktionieren oder... 155 Coins, das reicht aber auch noch nicht. So, hier haben wir zum Beispiel Weapons. Hier können wir uns irgendwas freischalten, diese Waffen. Hier haben wir ja noch ein Magazin, kostet 200. Extra Health 400 und so weiter. Da kann man sich halt Vorteile für den nächsten Run verschaffen. Ne? Eigentlich ganz gut. Volksempfängerradio. Okay. Hier haben wir wieder die Story. Unsere Pistole. Echt, das ist echt Wahnsinn, ne? Ich weiß zwar nicht, ob man irgendwie schneller Geld bekommen kann. Vielleicht, wenn man einen vernünftigen Run gemacht hat. Habe ich noch nicht. Von daher weiß ich nicht, ob es vielleicht da auch ein bisschen schneller gehen kann mit den Münzen. So. Vielleicht muss ich auch einfach so ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Immer mal wieder hören. Und von Hiding Spot zu Hiding Spot gehen. Da sehe ich jetzt nichts. Weil, ich sag mal, wenn man jetzt hier jemanden trifft, rechts kommt was. Rechts kommt was. Hallo? Okay. Ich würde sagen, wir gehen nach links weiter. Schauen wir mal. Lauf, 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 lauf. Ich habe noch gar nicht unsere Ziele angeschaut. Das machen wir jetzt mal. Und, weil hier kann uns ja erstmal nichts passieren. So. Gold Key, Resistance Leaflet, Resistance Dossier und ein Foto von der Skulptur machen. Okay. Und wir sind Leon Bauer, Oberleutnant. Und ein Opfer fürs WHW. Vielleicht wird dir einer begegnen, der viel mehr für Deutschland geopfert hat. Okay, da kam er. Der hat mich aber jetzt zum Glück nicht gesehen. Wir könnten den so einen Finger ins Auge stechen.
Kommt er jetzt hier vorbei oder nicht? Der Lümmel. So. Der läuft jetzt wenigstens rum. Dann kann man eventuell gucken, wo ist der? Oh, Adolf. Nicht schießen, ich ergebe mich! Du ergibst dich. So, Junge, hasset. Du hast zuerst geschossen. Okay. Echt aufpassen. Der Feind kann überall sein. Magazin, ist schon mal gut. Können wir als Waffe nehmen. Zwei Münzen, hey! Zwei Münzen sind gut. Immer her damit. So, und wer es eben nicht gesehen hat, man kann die jetzt mit Trigger umdrehen und kann die dann wirklich als Waffe nutzen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. Wenn mal so. Mal gucken, ob jetzt noch irgendwas kommt, passiert. Helsanzeige. Ja, ich glaube, das ist hier die Tätowierung. Die geht weg. Ist eigentlich ein Kreis und die geht dann weg. Dass der Zeitpunkt der Spiele nicht kurz nach der Machtübernahme lag. Denn mitten in der Zeit des Nothing found. Du bist unnütz, Junge. Der auf die nationalsozialistische Revolution folgte, wäre kaum ein Mensch aus dem Ausland zu uns gekommen. Und bei denjenigen, die mögen. Kann man das mitnehmen und dann eventuell anmachen und irgendwo hinwerfen? Könnte auch noch eine Möglichkeit, ne? Sein. Da ist doch wieder so ein. Na. Signal. Und die sollen wir ja immer mit schön mit einpacken. Hier noch irgendwas drauf liegen? Ne. Und wir sollen kein Gemälde fotografieren, sondern wir sollten eine Skulptur, ne? Skulptur, a photo of this will aid. Okay, ja. Das probieren wir gleich mal. Da waren wir noch nicht, ne? Au! Das war meine Hand. Also man sollte schon vorher gucken, wo man hinhaut. Und wir hätten ja auch niemals mit einem Reichssportfeld wie dem jetzigen aufwachsen können, ein Sportforum, das dem nationalsozialistischen Gestaltungs- und Kulturwillen Ausdruck verleiht, weil uns einfach die Zeit gefehlt hätte, es zu bauen. Ach, hier ist noch eine Pistole, cool. Okay. Aber die hält trotzdem nicht. Na. Wir haben allen Grund der Vorsehung, dankbar zu sein. War die? Nehmen wir uns auf jeden Fall. Gucken wir mal. Munition können wir uns ja packen. So.
So, hier könnten wir, glaube ich, nichts machen, außer hier nochmal ein bisschen rumstöbern. Aufträge sind auch, solche Frauen zu fotografieren. Okay, guck mal, jetzt haben wir schon mal einen Erfolg. Resistance Dossier haben wir jetzt auch. So, jetzt haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch den Gold Key und dann können wir eigentlich raus, wenn wir. Ja. Wenn wir den Ausgang finden, ne? So, jetzt müssen wir uns den Weg freischießen hier. Und dass die Olympischen Spiele überhaupt nach Deutschland kamen, weiter, dass sie zu diesem Zeitpunkt nach Deutschland kamen, sind so glückliche Fügungen, dass sie uns nicht besser hätten einrichten können, wenn wir selbst noch Schicksal. Na komm! Niemals wären die Olympischen Spiele nach Deutschland gelegt worden, wenn die Abstimmung über ihren Ort stattgefunden hätte. Nein. Okay. Dass der Zeitpunkt der Spiele nicht kurz nach der Machtübernahme lag. Denn mitten in der Zeit des Umbruchs in Deutschland, der auf die nationalsozialistische Revolution folgte, wäre kaum ein Mensch aus dem Ausland zu uns gekommen. Und bei denjenigen, die möglicherweise dennoch kamen. Unglaublich. Echt. Wäre wohl gerade keine überwältigende positive propagandistische Wirkung. Nothing found, okay. Und wir hätten ja auch niemals mit einem. Aber trotzdem müssen wir jetzt noch den Schlüssel finden. So, jetzt haben wir ja. Da noch eine Leiter. Da ist eine Falle. Kartoffel. Food. Okay, ist schon mal nicht schlecht. Ich denke mal, der Balken kommt gleich runter. Was ist das? Pilot Assault. This stimulant has a chance of killing you. If you survive, your health will be fully restored for only 2 minutes. Place near mouse to eat or store it. Okay. Wir benutzen das später. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Dass sie zu diesem Zeitpunkt nach Deutschland kamen, sind so glückliche Fügungen, dass wir es nicht besser hätten einrichten können, wenn wir selbst. So, von hier aus kamen wir ja. Jetzt müssen wir zur anderen Seite, ne? Das ging ja bei beiden Seiten, genau. Und da geht's wieder hoch. Okay. Ja, da ist einer. Okay, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir den kriegen. Der Gefangene ist entkommen! Okay. Frage ist, hat er jetzt gesehen, wo ich hingegangen bin? Oder läuft er jetzt mal auch mal vorbei? Das wäre ja auch mal cool. Weil er kann ja jetzt nicht gesehen haben, ob ich weitergelaufen bin oder ob ich mich hier versteckt habe.
Reagiert er drauf? Nö. Interessiert ihn gar nicht, ne? Sehr gut. Lind. Was ist Lind? Found Lind. Okay, aber schon blöd, dass sie immer genau da stehen bleiben. Trau mich gar nicht weiterzugehen. Da ist einer, da ist einer. Oh, da sind zwei. Hinter ihm her! Ja, komm, hinter mir her. Kriegst du direkt den hier ins Gesicht, Junge. Oh Gott. Oh. Na, das war's. Scheiße. Ja, ich muss hier echt noch üben. Aber ich bin auch teilweise echt mehr am Kämpfen mit diesen Mist-Grip-Tasten als alles andere. Obwohl ich schon diese Handschuhe mir extra geholt habe. So, wollt ihr noch eine Runde sehen? Oder soll ich aufhören? Mal kurz im Chat schreiben. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch Leute zuschauen. Weil sonst macht das ja gar keinen Sinn, noch weiter zu spielen. Also mir gefällt es auf jeden Fall bisher, muss ich sagen. Mir gefällt's. Ach komm, noch ein Ründchen mache ich noch. Dein mutiger Widerstand gegen die Agenda der Nazis ist nicht unbemerkt. Genau. Aber ich versuche mal ganz kurz, nochmal die Controller ein bisschen trocken zu bekommen. Das ist natürlich das größte Problem, dass die Controller halt ein bisschen spitziger werden und demnach auch dann nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten. So, jetzt sind wir auch hier. Die Tätowierung ist vollständig. So, okay. Hau rein, Remo. Ja, Steppi, ich mach noch eine Runde. Eine geht noch. Ich weiß auch nicht, aus welcher Entfernung die einen sehen können. So, hier ist er eben lang gegangen. Vielleicht kommt er gleich nochmal, dann können wir den direkt eine überziehen. Guck mal. Der Gefangene! Der Gefangene. Könnte sich lohnen, hier einen silbernen Schlüssel zu ballern. Und hier? Ah. Da auch, komm. Ach, brauchen wir gar nicht. Umso besser. Dann können wir jetzt direkt auch nochmal nachschauen. Was wir denn brauchen? Gold Key, Resistance Leaflet, Tactical Map, Military Radio, it can be found in... Okay. Also fotografieren, Military Radio. Radio Gaga, Radio Gugu. All we hear is...
Sonst wären wir ja fast eben rausgekommen, ne? Schade. Hat ja nicht mehr so viel gefehlt. So. Mal ganz kurz forschen, ob hier irgendwo einer ist. Signal. Guck mal hier. Boah, Jackpot hier jetzt. So, was machen wir, wenn wir jetzt hier erwischt werden? Dann haben wir doch die Arschkarte. Da ist einer. Können wir den jetzt anlocken? So. Weiß er jetzt, wo wir hingegangen sind? Ja. Natürlich weiß er das wieder. Na komm. Immerhin hat es ein Magazin. Ach, Blut geht auch noch weg. Und nachträglich passiert auch nichts mehr. Okay. Ja, Scheppi, da hast du recht. Die deutsche Audio ist echt mega cool gemacht. Zigaretten. Beköstigungen für Wehrmacht. Okay. Beköstigungen. So, wir können irgendwo mehr hochklettern. Die Eintrittskarte zum großen Berliner Stadion war gewissermaßen für die heimische Judenpresse der Gäste der Genehmigung. Da war einer. Den müssen wir uns krallen, auf jeden Fall. Was ist das? Für uns ist es kaum abzuschätzen, was so gesehen die Olympischen Spiele. Und dass die Olympischen Spiele überhaupt nach Deutschland kamen. Komm um die Ecke. Weiter, dass sie zu diesem Zeitpunkt nach Deutschland kamen. Sind so glückliche Fügungen, dass wir es nicht besser hätten einrichten können, wenn wir selbst das Schicksal zu beeinflussen hätten. Macht da jetzt nichts mehr? Wären die Olympischen Spiele nach Deutschland gelegt worden, wenn die Abstimmung über ihren Ort stattgefunden hätte, nachdem wir an der Macht waren. Okay. Ebenso bedeutungsvoll war aber, dass der Zeitpunkt der Spiele nicht kurz nach der Macht war. Wo ist er jetzt hingegangen? Wäre kaum ein Mensch aus dem Ausland zu uns gekommen. Und bei denjenigen, die möglicherweise dennoch kamen, wäre wohl... Und dafür brauchen wir jetzt keinen Schlüssel opfern. Da ist nichts, ne? Hier aber. Für 2 Münzen, immerhin. Irgendwann können wir uns eine Waffe leisten davon. Okay.
das? Keine Bewegung! Oh Gott, das waren ein paar mehr. Doch, mal gucken, ob die uns hinterher kommen jetzt. Mit der Waffe können wir auch schlagen. So. Gut zu wissen, dass man mit der Waffe auch direkt ins Gesicht schlagen kann. Aber da waren mehrere, oder? Keine Bewegung! Ha! Okay. Die Animationen könnten jetzt ein bisschen besser sein. Wie die da liegen und so. Aber ist ja immerhin ein Indie-Entwickler, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So. Ach, viel Energie habe ich sowieso nicht mehr. Ich wollte das Spiel auf jeden Fall mal zeigen, damit die Leute das auch mal gesehen haben. Es ist noch lange nicht perfekt, also das hat der Entwickler auch selbst mir geschrieben, dass er da noch viel zu tun hat, aber dafür, dass es eine frühe Version ist, ist es vollkommen in Ordnung, finde ich. Und die könnten beweglich sein. Wäre ein bisschen schicker. Na komm hinter mir her. Na komm. Na komm. Hast du was? Nothing found. Du bist für nichts Nutze. So. Na komm. Bisschen hier so. Warum immer nur zwei Coins? Der goldene Schlüssel. Yes. So, was brauchen wir jetzt noch? Junge, Resistance Leaflet, Tactical Map und Military Radio. Zwei Reichsmark, Personalfoto, gut. Ihr ruht euch hier aus, ne? Haben wir noch nicht gesehen vorher, ne? Feuer sieht jetzt gar nicht, ja, man sieht natürlich, dass es nicht wirklich echt ist, aber... Hab schon schlechteres Feuer gesehen, muss man sagen. Nicht weiter. Na. Jetzt gucke ich noch mal auf unsere Karte.
Okay, daher kamen wir. Da ging's. Genau, da ging's dann links oder rechts? Gucken wir einfach nochmal. So, Searching Enemy. Okay, da ist jetzt nicht unbedingt was, was wir noch mitnehmen müssen. Okay, da könnten wir fündig werden. Wieder ein goldener Schlüssel. Wie viel sollen denn noch kommen? Okay. So, jetzt ist die Frage. Müssen wir da lang, ne? Gibt ja gar keinen anderen Weg. Da könnte Militärradio sein. Oh, was haben wir auch noch nicht gesehen? Okay, da sind wir direkt tot. Okay. Stehen bleiben oder ich schieße! Komm. Ah, das ist ein bisschen gemein. Man kann die irgendwie gar nicht überraschen auch. Na komm mit. Überläufer! Ah, von hinten kam noch einer. Mann! Das ist der sogenannte Hinterlader. Ja, Benjamin Schwarz. Das war's. Das war's. Ja, Leute. Also... ich finde es echt cool, ich war jetzt nicht wirklich gut, könnte besser sein, aber für den ersten Lauf fand ich das gar nicht so schlimm von mir. Ja, hier hat man noch so Achievements, ne? Eliminate 100 SS-Soldat, Troopers, Houdini, Escape 2 Dungeons, ja, da sind wir noch weit von entfernt. Ja, und das schaffen wir irgendwann, ne? Also 100 Gegner mit der Luger killen, das sollte möglich sein. Finde ich ganz cool, dass du solche Achievements hier reingebaut haben. Allem in allem finde ich einen gelungenen Early Access Start. Jetzt muss man echt abwarten, inwieweit sich das Ganze noch verbessert und was hier noch alles reinkommt. Aber ich kann das Spiel aktuell empfehlen, ist mal was ganz anderes. Klar, Dungeon Crawler kennt ja jeder, aber nicht in diesem Stil, finde ich. Von daher lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und ja, ihr habt bei Steam VR ja immer noch die Möglichkeit, 2 Stunden zu testen. Und wenn euch das dann überhaupt nicht zusagt, könnt ihr ja immer noch das zurückgeben, das Game. Also solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.